Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zurück zu Angespielt. Wir spielen Airborne Empire an. Und das schon jetzt in der zweiten Folge, weil es irgendwie Spaß gemacht hat. Ich komme so langsam hinter den Dreh, wie das Ganze hier funktioniert. Und wir haben in der ersten Folge das Ding bewegt. Ne? Also im Prinzip ist es ein Aufbaustrategiespiel, wo es darum geht, hier so eine fliegende Stadt aufzubauen. Und ja, ich habe auch schon was von Piraten gelesen. Ne? Könnte also sein, dass man vielleicht auch mal irgendwas strategisch was machen muss. Aber jetzt haben wir erstmal eine Aufgabe. Wir müssen Eisen und Holz hier zu der Stadt liefern. Ne? Dafür habe ich jetzt hier diesen Hangar gebaut. Da können die losziehen und Holz sammeln. Ne? Aber ich habe gerade gesehen, der Forst hier unten ist empty. Sign workers to collect from this forest. Ja, kann man nicht, weil der nämlich empty ist. Also damit hat sich alles schon abgegrast. Ich suche jetzt aber hier mal, ich glaube, das sind Bären oder so weit, ne, wo man da dahin kann. Und da lassen wir jetzt mal die Flugzeuge hier starten. Was haben wir da vorne? Hatten. Ah, da schicke ich auch mal einen hin. Aber wir brauchen Eisen. Ja, ach, guck mal, hier wachsen auch schon wieder neue Bäume. Wenn man da nicht zu viele drauf schickt, dann geht das auch ganz gut anscheinend. Aber was ist das hier hinten? Points are highly valued. Und for points, okay. Da können wir keinen schicken. Hier können wir jetzt wieder einen hinschicken. Wir lassen mal einen dahin. Aber ich brauche Eisen. Wasser, guck mal hier, Wasser können wir, brauchen wir auch noch. Was ist das denn hier? Oh, da haben wir doch. Oh, jetzt haben wir keinen mehr, der da hinfliegt. Moment. So. Jemand. Too far. Okay, wir müssen ein bisschen rüberfliegen. Moment. Nicht mal ein bisschen in die Richtung. Was ist das hier? Das ist auch. Oh, Moment. Da wollen wir hin. Stopp. Bleib hier. So. Und dann schicken wir nämlich hier einen hin. Da können wir sogar zwei hinschicken. Wir gehen noch. Drei, vier. Ne. Zwei. Ach, hier ist keiner mehr drin. Moment, da können wir doch da einen noch mehr hinschicken. Und hier zum See schicken wir auch noch mal einen. So. Also, läuft, ne? Wir haben übrigens Nacht. Witzig. 23 Uhr, Tag 1. Wir haben Morale for all bei Town Center. 50. Moralisch sind wir da sauber. So, hier haben wir auf jeden Fall Wohneinheiten. Customize, Lock Camera. Ne, entfernen wurde nicht. Das ist Quatsch. Kann man denn was Neues bauen eigentlich? Da fehlt uns Eisen für Academy. Da fehlen uns Menschen für. Guck mal. Ja, ich glaube, wir müssen dann tatsächlich bald nochmal. Wir nehmen nochmal so einen Häuserblock dazu. Aber guck mal hier. Da können die Menschen. Wieso kann ich den da nicht hinsetzen? Fehlt da jetzt ein Pfad oder was? Ach, not connected to the past, tatsächlich. Na, hätten wir vielleicht rundherum erstmal einen Pfad setzen müssen. Ja, blöd. Na gut, dann bauen wir hier mal ein bisschen Pfad. Würde das schon reichen? Die gehen ja auch hier lang. Na komm, ist egal. Machen wir so. So. Nicht Pfad. Aus. Dann können wir nämlich nachher mal in die Taverne. Wir müssen ein bisschen gucken, wo die wo das Ding hinschiebt. Warte mal, das konnte man irgendwo hier sich hier anzeigen lassen. Also tilt die, die Neigung in irgendeiner Richtung. Speed! Also 47 Gewichtseinheiten from buildings with ability to carry 60 total. No tilt issue. Ah, okay. Front, right. Front Town Center giving 60 Lift. Okay. Das heißt, wir müssen uns dann bald schon auch Gedanken machen, ob wir hier so ein Ding anbauen können. Aber auch dafür brauchen wir Eisen. Was ist denn hier eigentlich mit?
Ole haben wir. Iron. Komm, achso. Moment, das war hier gar nicht, glaube ich. Ohr ist die Kohle, ne? Wahrscheinlich. Iron Fortress Convert into oh, Construction. Iron Fortress. Die Frage ist, haben wir in der Stadt hier Iron Forge? Weiß gar nicht, wie viel braucht die denn nochmal? Oh. Wir brauchen. Muss ich rausfinden, wie das mit den Iron Forges funktioniert? Ich will Speed jetzt. Also hier sind so Tooltips: Panel, Bullet. Kann ich denn irgendwas bauen? Ich kann Academy bauen. Oh, das ist gut. Weil da braucht man dann wahrscheinlich diese Iron Forges. Moment. Müssen wir mal gucken, dass wir das rechts, links, hinten auch dran bauen noch. Ne? Hier Pfade haben wir. One front, one left. Lit by Towers. Bauen wir das mal hin. Oh, jetzt wird aber schon eng hier mit der Lifterei. Da müssen wir aufpassen, ne? Ohne Quatsch, ne? Ohne Quatsch. Das Ding ist witzig. Open Research Tree. Ja, sicher. Wir wollen irgendwas researchen. Ironforge, ja, da ist es doch. Genau das wollten wir doch erforschen. So, complete in 2 hours. Na toll. Aber ich glaube, das geht relativ zügig, ne? 49, 50. Ach, der tickert auch schon hoch. Needs, Basics, Housing. Ach, guck mal hier. Jetzt sind wir in da, Combat. Also es wird auf jeden Fall irgendwas zum Kämpfen geben. Und es gibt auch bessere Lifts. Increase Lift by 25. Must be applied per building after research and construction costs. Research in 8 hours. Das ist auch spannend. Das sollten wir schon auch mal machen dann. Die brauchen Kohle zum. Ach ja, richtig. Guck mal hier, wir brauchen Kohle zum Fliegen. Ja gut, wir schon Kohle einsammeln. So, jetzt muss ich aber selber mal eben gucken. Also, Holz. Wird noch hier gesammelt, ne? Oder? Ah ne. So, einer. Ich schicke mal einen hin, das reicht, ne? Sonst bauen die halt immer sofort ab. Was ist denn mit Wasser eigentlich? Workers may have that lead to injuries. Oh nee, zu Feuer, weil ein Building kein Licht hat. Wieso hat er denn kein Licht? Kommen wir denn an Licht? Oh Mann. So, Wasser. Wir haben 28 Wasser. Das ist doch schon mal auch gut. Dann können wir doch bei dem See mal einen abziehen. So. Was ist das denn da hinten? Ja, da haben wir schon einen hingeschickt. Kohle. So, holen wir uns da. Brauchen wir nämlich auch noch. Gleich vorbei mit Kohle. Hier war Iron Forge. Das ist super. Dann müssen wir gucken, dass wir das Ding auch entlaufen kriegen. Ne? Der Hahn. So, wir sollten dann hier vorne bauen, ne, damit überall. Jetzt die Frage, kriegen wir das überhaupt noch hin? 53 von 60, sind wir mal im Gucken. Production. 5 Lift required. Das reicht. Vielleicht haben wir doch ein Haus zu viel gebaut. Ich wollte ein bisschen zügig losgehen, ne? Aber das können wir nur mit Eisen. Da müssen wir ein Haus noch abreißen, Freunde. Das ist ja. Ach, ärgerlich. Ja. Leider.
Gott. Wir wollen nicht, dass das Ding singt, ne? Production. Ironfall. Drei Leute brauche ich. Ach so, weil die jetzt alle unterwegs sind, ne? Oh, ich muss dringend neue Leute akquirieren. Moment, dann gucken wir mal hier. Hier haben wir einen. Wasser haben wir aber voll. Dann gucken wir den ab. So. Dann müssten wir aber doch drei haben, ne? Moment, ich guck mal. Aber noch nicht. Was ist da? Da sind auch zwei. Haben wir jetzt drei? War immer noch nicht. Sieht man aber auch nirgendwo, oder? Wie viele man da gerade hat. Food Storage is almost full. Okay, dann können wir da noch einen abziehen. So, jetzt haben wir Production. Da, Iron Fall. Das machen wir hier vorne dran, ne? Wie witzig. Ohne Quatsch, ne? Aber wir brauchen auf jeden Fall gleich neue Leute. Wir müssen gleich zur Taverne und neue Leute anheuern. Haben wir den Kohle? Coins. 150 haben wir. Komm, wir gehen mal zur Taverne und gucken mal, ob wir neue Leute kriegen. Go to Tavern. Stories. Naja, fort. Alle für 25. Want me to pay? Ja, sicher. Und YouTube. Jo. 13 von 15. Jo. So, 15. Dann sollte auch ein. We don't have enough housing to recruit. Ja, ich weiß. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben ja satt jetzt erstmal. Damit die Iron Forge auch arbeiten kann, ne? Assign Workers. Guck mal hier. Aber läuft doch, oder? Läuft die jetzt schon? Blueprints, Build, Multiple Academies for Faster. Nee, da müssen wir auch nicht. Das können wir uns alles noch nicht leisten. So, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ne? Wir haben 26 Kohleeinheiten. Haben wir, ne? Ja. Wir haben 23 Holz. Wir haben ein Iron. Guck mal, es geht los. Jetzt sind wir im Geschäft. Dann können wir auch irgendwas nämlich Liftings bauen, dass wir da hochkommen. Warte, machen wir gleich noch. Holz ist abgearbeitet, sehe ich gerade. Eisenmine ist abgearbeitet. Aber sehen wir das denn irgendwo? Wie viel wir haben? Die 9 Einheiten da. 20 Quad. Ach, wir haben die alle bezahlt, ne? Forces. Dann 9. Minus 2, okay. Aber wir haben Cotton auch jetzt schon, ne? Kann ich tatsächlich irgendwas für Klamotten bauen? Kriegen wir mal da einen hin. Wir können auch so ein bisschen hier rüberfliegen, oder? Was war jetzt da? Näher ran. Da können wir nämlich irgendwie eine Ruine, da können wir Kohle einsammeln. Das wollte ich auch noch machen. So, jetzt lass uns mal hier gucken, während das ja scheinbar alles eben läuft. Mit Futter, Futter. Haben wir noch. Was war denn frei? Lass mal so. Ring, ring. Keine Ahnung, Cold Storage ist almost full. Ah, guck mal hier, die Kohle. Das ist auch nicht verkehrt. Da können wir vielleicht irgendwas Deutsch nachbauen, aber das ist nicht verkehrt. Wir müssen ein bisschen gucken, was wir so als nächstes brauchen. In da vorne. Fisch. Aber wir haben eigentlich immer noch. Das hier. Ah. Aber
Achso, nee, Eisenbauer. Moment, da schicken wir mal zwei Jungs hin. So, jetzt gucken wir die Tutorial-Reihe noch an. Speed. Construct Drag is added to your kingdom. Close down, ja, das ist klar. Must create Propulsion. Propulsion Buildings, okay. Resources like coal, food, water. The faster you travel, the less time it takes to get places at your resources. Upgrade Town Center to go even fast. Okay. Lass uns mal gucken. Production. Propulsion, da müssen wir garantiert in die Akademie. Was, so, da ging das. Housing Blocks, increase the size of house. Ach, das ist vielleicht sogar cleverer, ne? 5. Das ist easy going, das machen wir auf jeden Fall. Oh, Town Center können wir upgraden. So, Pro. Oh, da können wir doch gar nichts. Können wir gar nichts researchen. Können aber Lift bauen. Increase Lift by 25%. Nicht irgendwie auch. Are you sure you want to start new research? Nein. Okay. Jetzt haben wir ein Thema nämlich. Na gut. Man kann also jetzt, ergibt es vielleicht doch Sinn, dass man mehrere Akademien baut, aber das machen wir jetzt noch nicht. Das machen wir noch nicht. Wir haben 8 Iron. Also Stahl. Träger, Eisenträger. 9. 24. Ach, wir müssen irgendwas bauen. Was aus dem Cotton auch noch was anders macht. Ne? Tudu. Ach komm, nicht verkehrt, ne? Aber. Okay, wir müssen dann jetzt erstmal das abschließen. Pendel, Bullet, Over. Drücken wir Maus, along the top bar will show information plans with more insights into your kingdom. Das haben wir schon rausgefunden. Some of these plans contain bullet lists which you can over click as shortcut. For example, contains a list of all your workers you can task on. Ah, okay, Moment. Da müssen wir gleich mal reingucken. Bullet will highlight the works when clicking. Oh, Moment. Ach, guck. Da kannst du. Das ist gut, dass man das hier sehen kann. 2 idle. Okay, 2 idle. Ach, guck mal, da steht es aber auch drunter. Das ist ja die wichtige Information, da wäre ja gerade nichts tut. Faulen Nüsse. Alles mit Holz. Problem ist unser Welt vor. Ah, Send a Worker, guck mal hier. Da haben wir schon mal was. Da sind wir jetzt nah genug dran. Da wird abgebaut. Da auch. Limit, kommen wir da hin. Achso, in Aircrafts. Okay. Aber wir haben eine Person, die gerade nichts tut. Hm, nötig eigentlich. Was ist denn hier mit unserer Quest? Go to Tower. Okay, Moment. Dann müssen wir mal eben 2 Flugzeuge einstellen. Hier können wir einen wegnehmen. Ah, können auch 2 wegnehmen. Komm, am Wood haben wir gerade noch satt und genug. Go to Tower. Ja. 2 Stunden. Gut. Läuft. Achso, wieso ist das pausiert? Geht weiter. Gut. Also, die Quest läuft. Ach, guck mal hier, da gibt's ein Repairing Heaven Mail. Da gibt's hier tatsächlich auch eine Anzeige. Ach, schon irgendwie witzig.
finde ja super, die kleinen Männekes hier. Wo sind sie denn? Hier sind die jetzt alle. Ah, da. Guck mal, da arbeiten wir. Die sind den ganzen Tag am Headbangen. Ja, aber die machen auch Heavy Metal hier, ne? Guck mal. Was ist das denn? Ach, das ist ein Pfad, deswegen. Die Akademie ist natürlich da. Aber gut, da sind 4 Leute drin, ne? Was wollen wir da noch machen? Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir im Lift irgendwas machen. Aber könnten wir jetzt auch anbauen. Guck mal hier. Ach, guck mal, den muss man auch hier so. Wenn ich den hier anbaue. Ja, aber ich glaube. Wo tiltest du denn hin? Geht hier immer hin und her. Weil der macht ja. Die Frage ist: Ist das ein allgemeines Ding, ja, dass du trotzdem rechts und links ausgleichen musst? Oder wenn du hier vorne einen anbaust, einen Lift, dass der. Ihr wisst, was ich meine, dass das Überdruck gibt von unten. Aber wir testen das jetzt. Hier wäre es nicht am Pfad dran. Aber es wäre vielleicht sinnvoller, das hier zu machen. Aber wir bauen erstmal einen Pfad. So, und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir den Lift. Ja. Has been repaired. Speak to Melchizedek. I guess I have. Ja, das machen wir gleich. Jetzt müssen wir gerade mal eben Lift bauen hier. Ja. Weiterkommen, ne? Jetzt gucken wir mal, wie die kleinen Melchizedeks hier anfangen. Arbeiten. Jetzt gesagt, kriegt man denn irgendwie so eine Outfit-Issue? Fan-Giving. Okay. Aber so dieses Lift Increase, also diese Erhöhung, sollten wir vielleicht in der Academy schon nochmal ausbilden. Ne? Obwohl die Dinger hier unten tatsächlich eher so ein bisschen aussehen. Das sind doch keine Propeller. Ach, guck mal hier, da ist noch so ein Ballon dran, dass er quasi so aufgefüllt ist. Witzig. Aber irgendwie sieht schon witzig aus. So, was ist denn hier mit? Guck mal hier, der muss auch Arbeiter haben. So, wir brauchen auf jeden Fall, muss hier auch mal wieder was passieren. Leute, ihr solltet schon auch, ne? Holz geht schon auch, wird schon auch weniger, ne? Guck mal, da ist auch so eine Green Explored, haben wir schon. Da haben wir die Kohle schon rausgezogen, guck mal. Was ist das hier? Kohle. Ufa. Wir wandern mal hier so ein bisschen durch die Gegend. Ne? Das ist ein witziger Effekt. Also ich finde tatsächlich eine witzige Spielmechanik, dass man die Homebase einfach immer mitnimmt und guckt, was man dann am besten abgreifen kann. Mal, da können wir schon jemanden hinschicken. Kohle. Obwohl, Kohle haben wir im Moment. Kohle brauchen wir nicht. Aber da können wir dann ein bisschen schneller runterreißen. Und wir brauchen noch mehr Holz. All workers busy. Genauso wollte ich. Lift. Ich glaube, da haben wir schon alles rausgefunden, ne? Constantly or can only lift. How much wide or generate lift. Carefully place your lift buildings to keep your kingdom in balance. Okay. While other buildings pull their side of the kingdom down, lift buildings will push the side up. Okay. Guck mal, jetzt haben wir das schon beantwortet, ne? Die Frage hatten wir. Ah ja, sehen wir auch, ne? Das heißt, wir müssen da auch so ein bisschen ausgleichen. Geht alles noch. Also es ist easy going. Ich würde behaupten, das passt schon ganz gut. Wir können mal gucken, ob hier irgendwas ist. Speed. Light Speed. Da können wir auch noch Wasser holen. Brauchen wir Wasser? Wasser können wir. All workers are busy. Achso, wir müssen mit der Tante im Hafenmehl noch sprechen. Dann machen wir das doch. Two Tower.
neighbor of a did you pay you back in kind? He takes this blueprint. Make sure to light your buildings. Ah! Pass at night, it can be dangerous in the dark. Ach, das hatten wir vorhin, ne? You'll need glass to build street lamps and that's a rare resource. Enough to get started, but you probably want to make your own event. Wir müssen Glas machen. Thank you. Roller at your academy. Ja, das haben wir schon verstanden. City, da gibt die nächste Quest, ne? Defense Tower. As long as we have a defense tower or two operational, do us a favor and talk to Anna at Astra Regum. Be able to help you. On my duty! Astra Regum ist bestimmt. Ja. Ach, guck mal, hier kann man sich andere Blueprints kaufen. Die geht haben wir natürlich nicht. Witzig, guck mal. Server brauchen wir nicht, wir haben genug Leute. Da können wir gerade sowieso nicht beschäftigen. We can now research a street. Ja, das machen wir doch. So, ich wollte hier mal gucken. Ne? Wie weit ist denn hier meine, mein Research eigentlich? Oh, warten wir das? Drei Basics. Hier, ne? Complete in 1 hour. Da müssen wir erstmal drauf warten. Wo fliegst du hier eigentlich hin? Wo hab ich dich? Drei Leute haben nichts zu tun. Achso, müssen wir, ja. Okay. Open Research Tree. Ja, da muss man, das ist jetzt doch sinnvoll, dass man dann den Research Tree aufmacht, damit man immer wieder was Neues aufmacht, ne? Street Lamps. Aber wie kommen wir denn an Glas? Von. Sind das die Randen? Das muss Sand sein, oder? Ist auch egal. Wir können mal gucken, ob wir irgendwo was hier finden. Oh. Oh. Ja, können wir auch nochmal hinschauen. Was ist das hier? Das ist ein small satellite home. Vielleicht. Hey, ich will aber gerade gar keine. Jetzt aber eine Taverne mitten im Raum hier. Ohne. Und Pirates incoming. Ja, was geht's? Und jetzt? Wir brauchen tatsächlich. Jetzt brauchen wir echt Verteidigung. Keine Ahnung, wo die kommen, was die machen. Was müssen wir jetzt tun? Keine Ahnung. Dann würde ich sagen, wir ignorieren sie erstmal. So, aber wir müssen ja irgendwo hinreisen. Ne? Wir haben irgendwie eine Questaufgabe. Travel to Costa Rica. Das ist hier oben. Okay. Dann schicken wir den mal dahin. Ah, da guck mal, da kommt doch einer. Ja, danke auch. Aber wir haben keine. Wir haben ja nichts zum Verteidigen, oder? Ich würde sagen, wir fliegen mal hier zu der Stadt zurück, weil die haben noch Verteidigung aufgebaut, oder? So, was müssen wir jetzt machen? Status. Da. Academy Repair. Die Straßenlampen sind. Resource Gather Life. Mal hier.
nicht mehr. Auf jeden Fall. So. Academy. Ach, guck mal hier, hier kann man die Häuser dann auch direkt upgraden. Aber das geht nicht alles gleichzeitig. Weil immer warten, bis der hier oben fertig ist mit der Akademie. It's a second move out of range, okay. Ich würde sagen, wir müssen nach vorne irgendwo. Aber währenddessen, da wird noch gesammelt. Weit weg. Aber wir können ja während des Fliegens auch noch was sammeln. Ne? Ach, jetzt. Gehen wir da schnell ein paar Leute hin. So. Platz durch ist voll. Aber auch das. Wasser können wir gleich nochmal eben machen. Schon wieder dunkel. Also ganz ehrlich, ich sage euch, liebe Leute, ich würde hier oben nicht auf schneller stellen. Das geht mir jetzt schon alles zu schnell. Tatsächlich nicht genug Licht. Ah, guck mal, so kann man es dann erweitern. Keine Ahnung, ob das irgendwie sinnvoll ist, das jetzt hier dran zu machen. Aber das Ding braucht Licht, das hilft nichts. So. So, wir haben aber keine. Wir haben Kotten, aber keine Klamotten. Kotten, aber keine Klamotten. So, Production. Aber wir haben auch nichts dazu. Können wir denn irgendwas researchen in der Academy? Wir müssen wahrscheinlich kaufen, ne? No increase. Also wahrscheinlich müssen wir das noch irgendwo herholen. So, lass uns mal auf die Map gucken. Da müssen wir hin, müssen wir rechts rüber. Jetzt ist das wahrscheinlich die Stadt. Dann drehen wir mal weg. Können wir denn davon noch aufnehmen? Ach komm, anyway. Also, Essen haben wir genug. Zu trinken haben wir genug. Kohle haben wir noch genug. Holz ist erstmal genug. Eisen haben wir auch. Wir haben kein Ohr, also eine Eisenerzmine, aber wir haben Eisen im Moment. Ja, und jemand ist krank. Müssen wir mal gucken. Wo hält's hin? Boah, der braucht 48 Stunden. Sag mal. Können wir hier mit so wahrscheinlich eine kleine, hier so eine kleine Schramme an der Hand. Aber ist auch egal. Meine Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Angespielt werden das sicherlich nochmal weiter anspielen. Beim nächsten Mal eine Runde. Airborne Empire. Mir macht es noch Spaß. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel so seht, ja? Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye, bye und ade.